Willkommen zur Pressekonferenz nach dem 33. Spieltag in der Oberliga Rheinland-Pfalz nach der Partie zwischen Eintracht Trier und der FC Lokomo. Endergebnis 1:1 vor 1017 Zuschauern. Im Rundestag. Ich begrüße zu meiner Linken den Cheftrainer des Oberligameisters in diesem Jahr, Philipp Rüdiger. So wie wir auch darauf unterstellen. Pfui! Aufstieg und zu meiner Rechten unser Cheftrainer, Daniel Paulus. Ja, ich denke, wir haben eine sehr bewegende Schlussphase vor allem erlebt und deshalb gebe ich das Mikro Abwarnung und besten Trainer, Philipp Rüdiger, mit der Wiederholung des Mikros. Deshalb geht Hamburg auch zur rechten Führung, 1:0 die Halbzeit, wobei im Auge der Tag beim Tor, der vorher in der Rührung da gewesen, am Außen hat er jetzt ausgegangen, der wäre ausgerutscht. Okay, das war alles eben so, da haben wir in der Halbzeit dann nochmal angesprochen, wer das machen wollte, beziehungsweise haben wir ein bisschen umgestellt. Das haben wir dann auch vom Anlauf her, glaube ich, in der zweiten Halbzeit wesentlich besser gemacht, haben das ganz gut hinbekommen, trotzdem würde ich sagen, haben das ganze Spiel eigentlich nicht so richtig geschafft, Hamburg die Zweikämpfe zu verwirren. Und da richtig Torchancen rauszuspielen, also zwei, drei Schusschancen, das war aber nichts Gravierendes, wo irgendwie richtig gefährlich war. Und dann kommt am Schluss natürlich diese ominöse Situation. Ich bin ehrlich, ich habe den hinten nicht schießen sehen, ich glaube teilweise die Spieler auch nicht. Dann hat die Schiri hat vorgegeben, war irgendwie keine Absicht von uns, dass wir auf Biegen und Welch nach vorspielen. Wir sehen den Punkt natürlich, was Moral bringt. Das ist ganz klar, wie positiv, dass der nächste Spieler dann gegen hatte. Der nächste Hamburger kann ich an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch zur absoluten Meisterschaft. Das war schon eine Wahnsinnsleistung, die Mannschaft von Jürgen abgerufen hat. Da stehe ich auch dazu. Ich bin für die Zukunft weiterhin alles Gute und versuche jetzt die Woche mal Kräfte zu sammeln. Und das nächste Spiel dann so reinzugehen, dass wir da auch nochmal Punkte kriegen. Dankeschön. Man kann nicht genau sagen, er hat keine Luft mehr bekommen, er hat Schlafwagen, keine Ahnung, aber er hat viel Kopf bekommen und er hat jetzt keine Luft mehr bekommen, also war schon eine unglaubliche Situation und war auch relativ lange wieder lag, ja, und da muss ich mal gucken, was da genauer ist, ja, ich hoffe, dass es jetzt viel hat. Der Daniel hat es angesprochen, dass du nach 20 Minuten umgestellt hast. Was ist, ich kann das in meinem Fall aufgreifen, da aus deiner Sicht ist dein Schiedsrichter, ist der Jakob ins Zentrum nochmal geholt? Ja, das war doch ganz klar, dass Hamburg im Zentrum drei Leute hatte, wir nehmen zwei. Wir hinten drei gegen eins gespielt haben und wir haben nicht verstanden, dass hinten einer da oben abgegeben, den Ball einfach da rausführt und eigentlich von denen im Zentrum gehört. Zum Beispiel in Söldner. Er ist halt auch selber, weil die Zentren hat sich immer niemand mehr gezogen. Dann sind die drei Räume rein und wenn Hamburg im Ball laufen ist, dann läuft hinterher.
Hat dir heute bei deiner Mannschaft so ein bisschen der Mumm gefehlt, um Hamburg tatsächlich in den Tennis zu tun? Ich glaube zumindest, ja, in der ersten Karte, ein bisschen Mumm, ein bisschen Power, vor allem auch bei den Jungen. Heute ja noch eine tolle Kulisse, da Zuschauer auf beiden Seiten, eine gute Stimmung, eine richtige Fußballatmosphäre. Ich glaube, es ist ein bisschen, ja, ein bisschen gehemmt, vielleicht auch ein bisschen Mumm. Dass diese 90 Minuten auch nochmal gezeigt haben, woran ihr arbeiten müsst, um im nächsten Jahr ganz gut hinzukommen. Ich glaube, das hat man heute deutlich schon mal gesehen, das heißt, wenn wir oben anhalten wollen, brauchen wir noch ein bisschen eine Verstärkung, weil wir echt aus der Kraft da hier sind. Ich bin gerne. Dankeschön. Alles Gute.